Wir schauen heute hinein in den Halloween Cup und dort kann man Morpeko auch verwenden. Ich hab gestern noch die Sets mit diesem Team gespielt, spontan zusammengebaut, Ariados. Dachte ich mir, das ist sehr stark. Eine Sache ist mir aufgefallen mit diesem Team, bin ich ein bisschen schwach gegen Zoelord und das haben schon ein paar Leute so verwendet. Aber Morpeko war echt spaßig. Da hatte ich wirklich eine coole Sachen, die hier passiert sind. Wir machen den hier, obwohl ich mit Anfallen natürlich auch effektiv wäre. Wir machen den hier und fangen hier mal ab. Das ist natürlich sehr schön und aufgelegt. Und da haben wir auch schon Zoelord. Also solltet ihr den Halloween Cup spielen, das verwendet hier anscheinend jeder dieses Pokémon. Und ja, so ein kleines bisschen bin ich da schon schwach dagegen. Morpeko hat immerhin Psychobeißer effektiv dagegen. Und gegen Ariados sind die Giftattacken auch nicht sehr effektiv. Boah, Azumarill ist schon irgendwie sehr stark. Das kann man gar nicht anders sagen, ja. Na, Azumarill kommt schon dagegen ein kleines bisschen an. So, Morpeko habe ich auch gegen Team Go Rocket noch häufiger. Das muss Niantic ändern, das wird Niantic ändern. Das kann gar nicht anders laufen. Wenn Niantic das nicht ändert, dann keine Ahnung. Weiß ich aber auch nicht. Okay, das war irgendwie... Was? Leute, ich bin bei 2100. Macht nicht auf Road to Legend und zählt komplett die Energie mit. Was passiert denn hier? Kommt schon. Das ist ja wirklich brutal, wie die Leute hier spielen. Da könnt ihr ein kleines bisschen auf gemütlich angelehnt? Das wäre wirklich nett. Dankeschön. Die spielen hier, als würden wir Rangliste um Platz 3 kämpfen oder so. Holla, die Waldfee. Na gut. Achso, die Schilde benötigt leider meinen Morpeko. Und dafür hebe ich sie mir auch auf. Der weiß sowieso alles hier genau, mein Team und meine Energie. Folglich muss ich mich hier ein bisschen zurückhalten. Okay, das lasse ich, glaube ich, durch. Und dann schauen wir, was passieren wird. Nachthieb hätte man vielleicht beim Morpeko auch abfangen können. Ja, der Donnerschock tut schon weh. Okay. Ja, wahrscheinlich ein Wasser-Pokémon oder so hinten, das macht man ja so. Macht man ja Wasser vorne, Wasser hinten. Dann geht es aber so richtig ab. Die Gegner sehen Morpeko und klicken links oben. So läuft das nämlich. Das war der falsche Cup, hier ist Azumarill sogar verboten. Und kann im Halloween Cup verwendet werden. Aber wirklich wieder, wir waren keine Ahnung, wie weit wir schon im Kampf waren. Ich habe Paladeattacken gegen Zoelord. Der weiß punktgenau die Energie. Dann am Ende mit Quachuzu. Na gut. Nidoqueen. Okay. Ja, also das ist ja im Grunde wie Zoelord. Schon nervig, muss man sagen. Schon irgendwie nervig. Aber wenn ich mich direkt stärker mache... Ich meine, Steinkante wird man da nicht verwenden, oder? Nerdkräfte wird auch Schaden verursachen. Aber immerhin nicht effektiv. Also, ich meine nicht sehr effektiv, sondern es ist nicht effektiv, sondern nur neutral. Versteht ihr, was ich meine? Erdkräfte, okay. Das war doch kein Krypto-Nidoqueen. Ich habe doch gestern gegen Ariados gekämpft und das hat irgendwie 3 Ladeattacken runtergeschluckt, wo ich mir dachte, was passiert jetzt hier so? Nein. Okay, das war natürlich fatal, das hätte ich nicht erlauben sollen. Wieso gerade so? Wieso? Das ist ja gerade nicht sehr nett. Ich habe gestern gegen Ariados gekämpft und mir gedacht, bam, da habe ich hier und dann habe ich es noch abgeschwächt und dann mit Psychobeißer und so weiter. Und auf einmal... Kann man hier ein Pokémon mit Lebensschelle verwenden? Weil das ist mir auch aufgefallen. Die Leute interessiert einfach die Bodenschwäche nicht. Kann man hier ein Pokémon mit Lebensschelle verwenden? Das wäre schon cool. Das sollte man nämlich echt tun. Das habe ich gestern bemerkt. Alter Schwede. Das war wirklich clever von dieser Person. Nun weiß er, ich habe sowieso nur nicht sehr effektive Attacken oder sogar doppelt nicht sehr effektive. Und muss das nicht schilden. Aber... Griffel ist nun einmal abgeschwächt und ich schon einmal gesteigert.
Ja, aber wirklich, so ein Pokémon mit Lebensschnelle, das wäre es. Ich überlege gerade, aber ich habe keine Ahnung, ob eines erlaubt wäre. Okay, oh Moment, ich habe ja noch ein volles Pokémon auch. Aber Problem, wenn ich abfange oder so, dann setze ich hier meine schönen Steigerungen zurück. Okay, ich glaube, hier wird geschildert. Ich hoffe, ich erreiche danach noch einen Psychobeißer. Also nach diesem hier, den erreiche ich natürlich selbstverständlich. Da schwächen wir dich ab und effektiv und so weiter. Ich bin schon doppelt gesteigert. Ich hoffe, ich erreiche noch einen. Komm schon. Komm schon, komm. Oh! Ich will nicht gierig sein. Nein, ich muss auf Psychobeißer, glaube ich. Was? Ach komm. Das ist der Nachteil an Morpeko. Ja gut, dann haben wir verloren. Schlammwoge oder so und ich bin weg. Ach komm schon, Morpeko, du hättest noch eine Attacke mehr überleben müssen. Morpeko, tu mir doch sowas nicht an. Wieso tust du mir sowas an, Morpeko? Ich will nur mal kurz nachschauen, ob ich ein Pokémon mit Lebensschelle hätte, weil dagegen verlieren manche einfach direkt. So komplett. Das ist mir wirklich aufgefallen, aber ich glaube, man kann, das ist einfach die Sache, weil Boden ist ja hier nicht erlaubt. Ed Lehm? Oh. Okay. Ich glaube, ich weiß ein Video. Cancel, übrigens auf Deutsch eingestellt. Das ist schon lange so. Ich glaube, ich weiß ein Video. Na gut. Na gut, na gut. So wird man das machen. Achtet mal drauf. Es werden, was habe ich auch gesehen, eine Galas Mokmok, sehr viele. Und hinten drin dann nochmal Swelord und keine Ahnung was. Ich glaube, da muss jemand diese Leute ein kleines bisschen bestrafen. Die sich so denken, ja, wen juckt das schon, ich mach dreifach Gift. Wow, wie schön ist denn dieses Shiny? Hey, das ist wirklich gerade heftig. Das hatte ich gar nicht so in Erinnerung. Das ist ja brutal. Das ist ja völlig brutal. Hier werden wir wieder gerade. Dieses Slimer würde komplett aufräumen und Achtung, da ist bestimmt noch irgendein Pokémon schwach gegen Boden hinten drin. Davon könnt ihr aber so richtig ausgehen. Ja, Lake ist irgendwie so schwach. Will man da eigentlich schilden? Eigentlich nicht, oder? Okay, oder Schlammwoge geht auch, klar. Bisschen Energie verschwenden. Ich meine, wenn man nur eine Attacke schafft, verursacht Schlammwoge bestimmt auch mit einer Effektivität Unterschied mehr Schaden. Aber so, schon gelber Bereich und nun bin ich ja schon zweimal gesteigert. Ich meine, es sind doch viele Sofortattacken drauf schon. Boah, Doppelschilden, Moment mal. Nein, 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 ich schaffe noch eine. Ich schaffe noch eine mit einem KP. Okay. Und wenn das nicht besiegt, haben wir ein Problem. Aber ich hoffe, das besiegt. Das wäre so der Plan. Ja, was ist denn da los? Führung gewonnen mit Doppelschilden. Akku, okay. Führung gewonnen mit Doppelschild am Start. Das muss ich leider schilden. Wir sind schwach gegen diese Käfer. Dann starte ich mit Psychobeißer. Oh, aber die Käferattacke abfangen bei Azumarill wäre auch aufgelegt. Das wäre sehr, sehr einfach, sage ich euch. Will ich es wagen? Wollen wir es wagen? Wir wagen es. Vielleicht doof, aber machen wir mal. Habe ich drüben ein bisschen Energie? So. Und mit Energie und einem Schild kann Morpeko am Ende noch immer aufräumen. Garantiert. Einmal Lade-Dingenskirchen, da werden wir auch überleben. Da schilde ich nicht, das brauchen wir für Morpeko. Und Ladungsstoß meine ich, genau. Azumarill. Oh, okay, okay, okay. Da könnte Morpeko ja vielleicht sogar wirklich aufräumen. Leider wow. Okay, ich weiß, was er machen wird. Er wird keine Energie ausgeben. Bitte gib Energie aus. Komm schon, gib Energie aus. Gib schnell Energie aus. Eieieiei. Aber wartet mal. Ich kann ihn snipen. Ich brauche nur noch eine Sofortattacke. Und ich bin, glaube ich, gerade bei der... Nein, ich bin bei der Unlicht. Nein. Ach so, wenn man rausgeht... Wartet mal. Wird die Form zurückgesetzt, wenn man rausgeht? Oder war ich dann, habe ich dann nochmal Psycho... Nein, ich habe ja abgefangen. Ich habe einmal
Warte mal, ich habe einmal Psychobeißer gemacht. Danach habe ich die Unlichtattacke bekommen. Und dann habe ich abgefangen. Das heißt, die Form setzt sich zurück, wenn man rausgeht, oder wie? Oder habe ich eine Attacke nicht bedacht? Nein, ich glaube, einmal Kreuzschere habe ich abbekommen. Dann habe ich Psychobeißer gemacht. Und dann nochmal 4 und abgefangen. Und da hätte ich eigentlich die Unlichtattacke haben müssen. Aber vielleicht hätte die Unlichtattacke, ehrlich gesagt, hier auch schon besiegt, weil diesen Schaden, den darf man nicht unterschätzen. Der ist schon brutal an der Grenze, dass man sagen kann, overpowered. Aber weil die Attacke momentan ja, oh, was ist momentan, weil die Attacke nur von Morpeko gelernt werden kann. Und Morpeko ist wirklich von der Defensive her sehr schwach. Ich glaube, wer hier den Gleichstand gewinnt, gewinnt diese Führung. Okay, das sieht schon mal gut aus. Auf der anderen Seite für ihn nun sehr einfach abzufangen, weil ich ja vermutlich garantiert jedes Mal sofort drücken werde. Oder er hat nicht Anfallen, sondern Wegbereiter und Gift. Was hat man Gift streichen? Nein, er hat Anfallen. Weil ich schwäche den Gegner jedes Mal eine Attacke davor ab. Er wird garantiert am Ende dann abfangen, aber was soll's. Wenn ich nicht drücke, verliere ich auch. Wenn er drückt, folglich. Ich meine, ich könnte versuchen abzufangen bei Azumarill wieder. Das hat davor eigentlich relativ gut geklappt. Das könnte ich wagen. Will ich das wagen? Oh, Wegbereiter. Okay. Sehr gut. Er dachte sich so, ja komm, da mache ich Spiegel. Oh, what? Das ist natürlich, also hier kannst du Tag ein, Tag aus abfangen. Sehr, sehr gerne. Wirklich sehr gerne kannst du hier abfangen. Und ich werde auch abfangen. Wieso bist du geduldig? Ach so, wegen Psychokinese. Ja, okay, das war doof von mir. Psychokinese. Ja, wirklich Psychokinese, dann hätte ich einmal Peko eher gehen sollen. Verteidigung sinkt. Erste Psychokinese im Video, 10% Chance. Der geboostete Content Creator Account hat wieder zugeschlagen. Danke, Niantic. Das ist nett von euch. Da werde ich immer wieder dran erinnert. Ah, okay, diese Attacken haben ja die Senkung. Dass ich es nicht vergesse. Sonst vergesse ich das auch noch. Das wäre natürlich nicht so nett. Also ich dachte, wenn schon abfangen, dann bei einem Pokémon, wo es nicht sehr effektiv ist und nicht eine Effektivität hat. Das wäre so eher meine Vermutung gewesen. So. Wegbereiter. Tut natürlich schon weh. Da kann man nicht anders sagen. Aber das wirst du hier auch nicht überleben. Außer du schildest. Okay, tust du aber nicht. Gut. Nochmal nach Tara. Was haben wir denn da hinten? Vielleicht auch ein Azumarill oder so? Okay, da kommt ein Schild. Ich glaube, Morpeko wird sich freuen. Ich hebe meine Schilder aus Spaß und Freude für Morpeko auf. Komplett. Wir brauchen mehr Schilde für Morpeko. Genau. Ja, das mit Psychokinese habe ich nicht so bedacht. Sonst hätte ich bestimmt abfangen können. Mhm. Bam, weg mit dir. Das wird auch ein nach Tara nicht überleben. Die Leute sehen Morpeko und klicken links oben. Bam. Oh, das hat keinen Schaden verursacht. Schade, wieso denn nicht? Wieso hat diese Attacke keinen Schaden verursacht? Das wissen wir nicht, weil der Gegner schnell den Flüchten-Button noch erwischt hat. Mein Morpeko ist wieder gesichert. Ja, wenn man es schafft. Ich meine, das war die Führung. Ich habe den Gleichstand gewonnen. Dann noch habe ich die Führung gewonnen. Dann hat er abgefangen bei einem Unlicht-Pokémon. Vielleicht dachte er, ich gehe dann auch auf Wegbereiter, wenn er Wegbereiter macht. Weiß ich nicht. Aber Wegbereiter in diesem Fall gegen beide Typen nicht sehr effektiv, auch wenn man sich selbst steigert. Dadurch verliert man definitiv. Na, gegen einen Ariados. Okay, das ist schon mal sehr gut. Das ist wirklich sehr gut. Da können wir uns immer stärker machen und werden dann zu einer tickenden Zeitbombe. Okay, dankeschön. Ende der Sommerzeit. Okay, wurde mir hier gerade vom Kalender gesagt. Oh, schon im Gelben. Na, schon im Gelben. Ich glaube, ich schilde nicht, weil das war, glaube ich, auch nicht mal noch Hydropumpe. Und ein Eisstrahl. Der tangiert mich peripher. Würde ich mal behaupten. So, Moment, ich habe 4 gemacht.
Könnte sogar underchargen, dass ich noch so ein, zwei Sofortattacken reinbekomme, sollte er nicht chillen. Aber schade, das war dann nicht... So, aber ich bin doppelt gesteigert. Rausgehen würde ich ungern, ne? Doppelt gesteigert. Doppelt. Ja, ein bisschen mehr Energie hätte ich mir noch holen können. Doppelt gesteigert. Okay, ich habe keine Sofortattacke gesehen. Das sind Gift-Pokémon, die gehen klar. Aber auch wieder schwach gegen Lehmschelle und so. Ich glaube wirklich, mit Lehmschelle kann man da schon was machen. Er hatte keinen Bock mehr. Als er Ariados gesehen hat, glaube ich. Na gut. Dann gehen wir in Morpeko, dass wir auch noch ein bisschen was hier sehen. Von diesem kleinen Pokémon an. Aber wirklich, wenn ihr Probleme habt gegen Team Go Rocket, wenn ihr zum ersten Mal Pokémon Go spielt und gar keine Pokémon gegen Giovanni oder so habt, mit Morpeko, das kann Level 1 sein, gar kein Problem. Ich meine Level 1, okay, nein, so nicht, aber sobald man einmal es geschafft hat, dass man die Anfangsenergie für eine Attacke hat, kann man unendlich oft Ladeattacken einsetzen, ohne dass der Gegner auch nur einen Schaden verursacht. Wenn Niantic das nicht ändert, dann weiß ich auch nicht. Ich meine, ich sage nicht, dass sie es ändern sollen, aber Team Rocket ist sowieso schon so seltsam irgendwie. Manche Pokémon mit 8000 WP und man gewinnt nur, wenn man sie im Stunlock hält. Mit einem Farbigel 500 WP, das sind die stärksten Pokémon. Vergesst euer 4000 WP legendäres. Mit Morpeko und Farbigel gewinnt man. So ist das, ja. Gutes Balancing, vor allem auch Giga-Dynamax-Kämpfe habe ich schon gehört aus Neuseeland. Ganz gut gebalanced. Das wird nicht mal funktionieren, wenn wir vor 8 Jahren am Start gewesen wären. Hey Morpeko, also ich glaube wirklich, ich habe diesen Boost, weil ich Premium-Pässe ausgegeben habe, wo Niantic den Schalter nicht umgelegt hat. Und sie haben sich dazu natürlich geäußert, oder? Der war gut. Der war sehr gut. Niantic und Fehler zugeben? Kommt manchmal vor, aber nicht oft. Das war so eine Phase, wo ich ein bisschen gehypt war und Niantic dann gelobt habe, aber das war nur von kurzer Dauer. Ich glaube, die Person arbeitet, also die dafür verantwortlich war, arbeitet definitiv nicht mehr bei Niantic. So, Ariados, was machen Sachen? Das machen Sachen aber nicht gut. Versuchen wir den mal. Moment, was ist das für eine Attacke? Oh, Voltwechsel. Voltwechsel, Voltwechsel, okay. Okay, okay, ich glaube, den Switch können wir uns holen. Den Switch haben wir nun. Ich meine, okay, das ist auch Krypto, aber... Ja. Spiegel selber gegen ein neues Spiegel. Hat der das noch nicht mal eine andere Attacke? Das war gerade Spiegelsalve geschildert? Okay, den Schild hätte ich einfach mir gratis sparen können. Aber auf jeden Fall. So, und nun hat er bemerkt, eventuell sollte man da doch schilden. Und bam. Oh, ich dachte, das wäre schon der Gleichstand gewesen, aber egal, habe ich nun hergeschenkt. Eine Sofortattacke einfach for free hergegeben. Egal. Okay. Morpeko macht Sachen. Morpeko, was machen Sachen? Komm, wir schwächen dich hier auch noch mit Anfallen ab und so weiter. Ja, das hat er auch bemerkt. Stimmt, er hat ja noch ein volles und dann noch ein volles Pokémon. Gut, das war kompletter Morpeko-Sweep. Also so wirklich, irgendwie. Heftig, deftig. Kann man schon mal machen. Ja, wenn die Gegner schwach dagegen sind, dann gewinnt man da auch ordentlich. Und mit Elektronlicht hatte ich sogar bei beiden Attacken was gegen Drift Zeppeli. Oh, da hat schon jemand die Maske. Wichtig und richtig, die braucht man. Dann sieht man die Gesichter nicht mehr so. Schlinking, der Schlingel. Okay. Ich würde... Da drücke ich direkt so. Ich würde schon gerne abfangen, weil... Irgendwie schon. Ich würde irgendwie gerne abfangen.
Ah, bitte gib noch Energie. Es ist nicht so toll. Wieder ein Forster-LK. Okay. Das ist nicht so toll. Dass wir nun ein Schlinking mit Energie haben. Schade. Wieso drückst du nicht? Auf wen hast du gewartet? Auf wen? Sag mir das. Auf wen haben wir gewartet? Hätte ich auf Hydropumpe aufbauen sollen? Nein, aber vielleicht hat das Ding ja nur Spiegelsalve und Erdbeben, glaube ich. Felsgrab, okay. Naja, auf jeden Fall, was auch immer es hat. Ich habe eine interessante Attacke abbekommen. Sagen wir es mal so, was senkt Felsgrab nochmal? Ich meine, es stand bestimmt dran. Verteidigung oder Angriff? Ich weiß es gerade wirklich nicht. Ich weiß es gerade wirklich nicht. Wieder bis zum Ende Energie geholt. Ja, dieses Schlinking mit Energie, das macht mir noch Sorgen. Felsgrab gegen Ariados effektiv. Ich komme hier rein, da tun die Elektroattacken nicht so weh. Wow, nein, mit einem KP. Ach komm. Ach komm. Ich glaube, ich träume. Ich glaube, ich träume. Ich wollte gerade sagen, immerhin ist Felsgrab eine Attacke, die nicht so viel von Schaden her so verursacht. Immerhin eine Attacke, die nicht so viel Schaden verursacht. Ihr versteht. Wirbler? Okay, nun, irgendwas ist falsch. Irgendwas ist aber gewaltig falsch. Wirbler? Das braucht doch mehr Energie als Drachenklaue und ist nicht so effektiv. Deshalb konnte ich nicht abfangen. Wow. Das war schon nicht schlechter Schaden. Das war echt nicht schlechter Schaden, aber wieso habe ich Wirbler geschildert? Das frage ich mich. Weiß das jemand? Wieso ich Wirbler schilde? Ich bin doch Unlicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht Schlinking nur mit einer Attacke. Oder kann das auch so eine Giftattacke haben? Das wäre auch die Sache. Doppelt abgeschwächt. Werden wir nicht schilden müssen, oder? Einen Nachthieb. Doppelt abgeschwächt. Werden wir einen Nachthieb nicht schilden müssen, wahrscheinlich. Ein Wegbereiter natürlich schon. Wieso haben wir... Jedes Pokémon hat Wegbereiter. Aber so wirklich. Wieso schilde ich Wirbel und lasse einen Wegbereiter durch? Und wieso hat jedes Pokémon gefühlt Wegbereiter? Xerox mit Wegbereiter? Okay. Das habe ich nicht gewusst. Aber welche Attacke Schlinking hatte? Weil wenn es die Giftattacke gewesen wäre, dann hätte die ja vielleicht sogar gegen Azumarill gedrückt. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Okay. Gut, Morpeko. Das ist eigentlich... Naja, Psychobeißer. Vermutlich ein neutraler Kampf, wie auch immer. Würde ich mal so sagen. Okay, der gibt noch nicht aus. Ich glaube, dann haue ich ab in Morpeko. Weil wenn auf Psychobeißer geht, hole ich dich von der Energie her nicht ein. Dann gehe ich rüber in Morpeko. Yo, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ich weiß gar nicht, worüber ich mich mehr freuen würde, über welche Attacke, aber alle sind... Ja, Psychobeißer, okay. Oh, das war Schaden, das war Schaden. Das war auf jeden Fall so ein kleines bisschen Schaden. Suelord. Ja, ich sag euch, also mit Lehmschelle rasiert man aber gut. So richtig gut. Muss ich mal versuchen. Vielleicht ist es so das einzige Pokémon, welches Lehmschelle haben kann. Deshalb denkt niemand dran. Aber mit Lehmschelle hat man hier schon teilweise gute Sachen, die man machen kann. Okay, einmal bin ich abgeschwächt, muss ich bedenken. Aber das muss ich eigentlich nicht bedenken, weil ich sowieso geone-shottet werde von allem und jedem. Und, oh, schade. Der ist natürlich schon sehr schade. Ich glaube, wenn ich schilde, bekomme ich noch ein Schild von dir. Eine Steinkante, okay. Wenn ich bei der Unlicht-Dingenskirchen gewesen wäre, wäre ich vielleicht auch darauf gegangen. Aber da bin ich gerade nicht. Oh, sag nicht, du schaffst noch eine. Komm schon, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Jo, okay, das war ja dann perfekt, dass ich noch farmen kann. Das war ja dann so wirklich perfekt. Na gut. Aber wartet mal, wenn das Psychobeißer ist, überlebe ich noch. Aurarad natürlich nicht. Aurarad natürlich definitiv nicht. So. So, so, so. Oh, Morpeko.
Morpeko macht Sachen mit mir. Wieso macht Morpeko Sachen mit mir? Hätte ich eigentlich damit rechnen sollen, aber... Aber gut. Okay, weil ich abgeschwächt bin, will ich hier keinen Blubber abbekommen. Ich weiß nicht, wenn ich mich nicht zu doof anstelle... Ich gewinne anscheinend den Gleichstand. Ich sehe noch eine minimale Chance, je nachdem, wie er das mit Schilden macht und dann vielleicht rausgehen kann. Ariados erreicht vermutlich keine Attacke mehr. Nehme ich mal an, gegen keines von beiden Pokémon. Weil mich die Sofortattacken dann schon besiegen. Ich bin gerade auf null Energie. Aber der abgeschwächte Knuddler, der ging schon mal klar. Klar wie Kloßbrühe ging der schon mal. Ich denke nicht, dass er hier schilden wird. Die Schilde hebt er sich schön für Dingenskirchen auf. Nehme ich mal an. So. Wenn ich abfangen könnte, wäre das natürlich noch lecker. Aber das wird er riechen, oder? Das wird er riechen. Okay, das hat nicht geklappt. Das hat mal nicht geklappt. Und weil wir leider in Österreich wohnen, haben wir die Attacke nicht rausbekommen. Schade. Der Abfangversuch, ich hätte vielleicht sogar noch irgendwie gewinnen können ohne diesen Abfangversuch. Aber mit dem war das natürlich nicht sonderlich clever. Eieiei, Morpeko war nervig. Morpeko war leider nervig. Wieso habe ich es versucht? Wieso habe ich es versucht? Aber ich habe sogar so schön gewartet, weil ja eigentlich 2er-Move gegen 3er-Move. Da kann man nicht abfangen so. Aber wie viel Energie hat dieses Teil schon? Ich glaube, das erreicht die Attacke vor mir. Aber ich gewinne den Gleichstand. Vielleicht wird es noch knapp. Kopium. Um eine Sofortattacke. Oh, ich hab gar nicht drauf geachtet. Ich habe nicht auf meine KP geachtet, weil ich dachte, ich bin Azumarill und kann nicht mit Blubber runtergefarmt werden. Gut. Das war leider ein Schuss in den Ofen. Aber ähnliches Team. Nur nicht ganz. Nur Soeluart mit Morpeko kombiniert. Dachte ich mir so, weiß ich nicht, ob man das machen kann. Aber anscheinend kann man es hier machen, weil niemand Lebensschelle verwendet. Das ist gut. Ja, wieso auch? Boden ist hier nicht erlaubt. Obwohl, Moment mal, Golgantes? Golgantes, das wäre ja heftig. Okay, damit könnte man aufräumen, mit Golgantes. So, das muss ich von Morpeko auf jeden Fall fernhalten. Piondragi. Piondragi. Ich glaube, da hoffen wir einfach, dass nicht mit Matschbombe gespielt wird. Ich mache noch eine Sofortattacke und fange nicht ab. Wir hoffen auf nicht Matschbombe. Ich will nicht in den Schildrückstand gehen, aber wenn das eine Matschbombe wäre, dann habe ich Probleme. Okay, Knirscher, sehr gut. Das ist natürlich sehr gut. Genauso wie die Verteidigungssenkung, die ist auch immer sehr gut, direkt am Anfang. Immerhin keine Psychokinese. So. Na und? Ich glaube, ich bleibe auch noch ein kleines bisschen da drin. Also ein ganz kleines bisschen, dass ich weniger KP habe und so weiter, mehr Energie. Dass Elfun, oder was war das? Keine Sachen mit mir machen kann. Wäre mal so die Vermutung. Okay, das geht klar. Oh, sogar mit Charm. Das wäre fatal gegen Morpeko. Das wäre wirklich fatal gegen Morpeko. Aber dann... Oh, dann kann ich runterfarmen. Ja, ja, klar. Das generiert nicht viel Energie. Dann kann ich hier Wunderbärchen runterfarmen. Und ich glaube, gegen Piondragi mache ich dann sogar Wegbereiter. Das wird hoffentlich reichen. Gegen Piondragi drücke ich... Nein, ich dachte Skelabra. Wie time ich denn? Was ist denn das für ein Pokémon? Das hat dann 37 Knochenkeulen in Morpeko rein. Leute, so helft mir doch. Ich schwäche dich einfach ab. Ich weiß Wegbereiter, aber Wegbereiter verursacht auch wenig Schaden. So von den Effektivitäten her natürlich Wegbereiter. Aber wir schwächen dich ab. So komplett. Ich weiß es auch nicht, was ich hier mache. Wir schwächen dich ab. Dann geht er natürlich raus, aber dann kann ich mit Mob... Obwohl... Wir machen den hier. Ja, okay. Okay, das hätte man sich denken können.
Leute, das wäre mein Farm gewesen. Das wäre mein Farm gewesen. Okay, ein bisschen Farm bekomme ich dann noch. Eieieiei. Das werde ich auch verlieren. Wie schlecht habe ich denn das schon wieder gespielt? Na klar werde ich das verlieren. Wir haben beide Schilder. Das werde ich aber sowas von verlieren. Nein, der hat nun 37 Knochenkeulen und ich werde schon von einer besiegt. Wie kann denn das sein? Wieso hast du mich so runtergefarmt? Vielleicht doch ein paar Mal Wegbereiter. Eventuell wär's das doch gewesen. Na gut. Wenn der nicht so viel Energie hätte. Das kann so gefährlich sein. Manchmal verliert man lieber so Matchups. Aber echt uncool, wenn man hier nicht weiß. Oh nein, und dann ist er auch noch geduldig. Was? Ach komm schon. Du willst mich doch auf den Arm nehmen. Was geht denn da ab? Dann ist er auch noch geduldig und drückt nicht. Der hat doch schon mehr als 100 Energie gehabt. Aber klar, der hat hier ohne Ende Energie. Ja, okay. Also, dieses Knogger hat komplett mein Team wegrasiert. So ein bisschen. Aber so richtig. Ja, dass das besiegt, das war klar. Komplett klar. Er fängt ab, ich fange nicht ab. Nichts klappt hier. Das ist ein Set. Das ist ja mal wirklich ein Set. Nach dem, glaube ich, muss ich ins Bett oder so. Wie ging denn der Kampf los? Was war denn da vorne? Der war echt fatal brutal. Ich hätte in Ariados nicht drinbleiben sollen. Ich hätte mir Anfallen für Sende aufheben müssen, dass ich dich dann abschwäche, oder ich weiß es auch nicht. Da ging aber wirklich alles in die Hose, was in die Hose hätte gehen können. Ja, Golgantes, wirklich! Dieses Pokémon vernichtet gesamte Teams? Habe ich das für diese Liga? Ich weiß gerade gar nicht. Ich meine, seht euch das an, das ist neutral gegen mich, neutral. Und dann sind manche Leute vorne und hinten doppelt schwach dagegen. Das ist ja heftig. Komplett heftig, deftig. Golgantes sollte man machen. Wieso nicht? Rein da mit Golgantes. Heftig, deftig. Und hinten drin ein Bibor. Mit Stachelfinale. Da macht er sich stärker. Und farmt mich dann runter. Ich habe schon auf Hydropumpe sogar aufgebaut. Mal schauen, ob hier ein Schild kommt oder so. Nein, natürlich nicht, weil der weiß ja, welche Attacken ich habe. Wieso sollte er dann auch noch schilden? Aber ich glaube, einen Schild bekomme ich von dir. Wenn das nochmal Stachelfinale ist. Und das würde ich sehr begrüßen. Jawohl. Dann bekomme ich aber definitiv einen Schild von dir. Na, oder dein Bibor bekomme ich. Irgendwas werden wir hier bekommen. Okay, ein Schild. Schon doppelt gesteigert. Oh, ich habe aber noch beide Schilde. Boah, und Mopeko hat am Anfang ja die Elektroattacke gegen Golgantes. Ah, ich will hier eigentlich nicht schilden, aber doppelt gesteigert ist schon brutal. Nein, wir machen Mopeko Sweep, komm. Die Lehmschellen werden mich zwar vernichten, aber... Anscheinend kann man hier schwach gegen Lehmschelle sein. Das verursacht ja nicht so viel Moment, was hat das für eine Sofortattacke? Die sah effektiv aus. Die sah ein kleines bisschen effektiv aus. Okay, noch keine Lehmschelle kann man, das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Aber... Okay. Boah, lass mich überlegen. Also das ist nur Wirbel, aber ich muss schilden. Wenn ich vorher Psychobeißer... Ja, das ist doof. Ich brauche dann die Unlicht-Variante gegen Dingenskirchen. Ich kann nur hoffen, dass das um Sofortattacken besiegt. Weil sonst bin ich dann bei der Elektroattacke... Ja... Das ist natürlich gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Schade. Schade, schade. Schade. Nun bin ich auf der Unlichtattacke. Aber diese... Nein, bin ich ja gar nicht. Bin ich ja gar nicht. Oh, ich wurde ja hier komplett auseinandergenommen. Aber wenn ihr den Lehmschellenschaden wissen wolltet, das wäre ja... Golgantes, alter Schwede. Damit macht man ja gratis Siege, oder? Mit dem Teil. Na gut. Das war ein Schuss in den Ofen. Aber ihr wisst, wie es läuft. Vom 1:4 ins 4:1. Der Algorithmus hat wieder gegriffen. Ich bedanke mich fürs Zusehen.